Wenn ihr wissen wollt, was wir am Turm gebaut haben, dann bleibt dabei! Tachi, Leute! Tachi! Heute mal wieder Lagerbau und zwar im XXL Camp. Jetzt zeigen wir euch erstmal den Iststand und was seit dem letzten Mal passiert ist. Und lustigerweise ist das alles heil geblieben. Das Moos ist zwar ein bisschen nach unten gerutscht, aber oben immer noch schön belegt. Cool. Und auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Alles schön belegt noch. Es hat sich auch hier ein bisschen aufgeriffelt, aber liegt noch da. Passt. Wir haben außerdem vor, heute am Turm weiterzubauen. Dafür haben wir erstmal Material geholt. Ihr wisst ja, Materialsuche dauert. Hier sind ein paar Pfeilerkandidaten, sage ich mal, die ein bisschen dicker sind für die Überdachung. Dann haben wir hier hinten schon mal ein paar Seitenwände, also die Stangen für die Seitenwände oder halt auch für eine Ausbesserung oben auf dem Lager, weil noch ein paar Stangen sind, die zu dünn sind. Und hier haben wir schon mal dünnere Stangen, die dann zur Überdachung dienen werden. Und wir haben ungefähr, weiß ich nicht, wie weit war es weg, 30 Meter, 20 Meter, will ich übertreiben, ja, also 100 Meter. Von da hinten irgendwo hier, da so. Einen riesigen Stein gefunden, den wir letztes Mal schon gesehen haben und jetzt haben wir uns mal dazu bemüht, den herzurollen. Das hat übelst viel Arbeit gemacht, aber er ist da. Mal gucken, was wir damit machen. Vielleicht finden wir dann noch mehr. Man kann sich raufsetzen, mal gucken. Oder wir finden wirklich noch ganz viele und machen damit was ganz Krasses. Und wir haben auch noch ohne Kamera, weil wir einfach vorhin noch ein bisschen Bock hatten, mit dem Spaten und mit der Hake noch ein bisschen ausgehöhlt hier, damit man ordentlicher sitzen kann. Das wird noch ein bisschen mehr ausgehöhlt, damit man noch entspannter hier sitzen kann. Und das wird da hinten halt auch gemacht, mal zwei. Ist ein laufender Prozess. Immer mal ein bisschen nebenbei, dann ist das irgendwann fertig. Und wie schon angesprochen, geht's jetzt los mit dem Turm. Wir haben jetzt hier auch schon mal ein kleines Stämmchen für einen Stützpfeiler. Und jetzt schauen wir erstmal, wo der ungefähr hinkommt. Also dadurch, dass hier schon tausende Stämmchen stehen, müssen wir halt echt schauen, wie wir das am dümmsten machen. Aber ich glaube, der wird so ungefähr, das ist da natürlich ein Ast, das ist wunderbar. Oh, ist der groß. Der wird ja ziemlich genau hier hinkommen. Da so, ja? Ja. Hier so, okay. Ran. Wird dann tausendfach vertüdelt, ihr kennt das. Und dann kommen hier zwischen die ganzen Balken. Ja, der Stamm war also schick, also müssen wir jetzt entasten. Ihr kennt's, jetzt wird gesägt. Und jetzt werden wir ein Loch graben, damit der Stamm da ein bisschen versenkt werden kann. Anni, ich lehne mal mit. Alles stürzt ein. Jetzt vertüdeln wir die ganze Sache noch. Einmal hier oben, einmal hier unten. Und dadurch, dass sich das dann alles ineinander verkantet, so der Plan, wird sich das dann halt verkanten, ja, habe ich ja schon gesagt. Und dann dementsprechend fest sein. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Ich habe noch schnell zwei Flöcke angespitzt. Die machen wir hier rein, damit sich das alles nicht so verschiebt. Einer kommt hier rein und der zweite. Dadurch, dass Gerrit so schön getüdelt hat hier und da und dadurch, dass wir das eingegraben haben und die zwei Flöcke reingemacht haben, ist das relativ, ja, stabil. Relativ. Aha. Der ist echt gut geworden. Ja, vor allem, das verkantet sich ja dann auch noch alles oben durch, ja, die... Ja. Das wird einfach mega nice. Ja, cool. Anni, was ist denn da gerade passiert? Wisst ihr, was uncool ist, wenn man oben auf dem Turm arbeitet und rumsägt zu zweit und dann die Säge ins Fleisch schneidet? Alter. Naja, es sieht jetzt schlimm aus, aber ja. Das ist krass. Es sieht halt wirklich schlimm aus, aber alles cool. Es ist da nur, da sind drei Cuts drin durch, ja, das Sägeblatt. Ich habe dummerweise durch einen Handschuh geratscht und weil ich mich erschrocken habe, habe ich nicht sein gelassen, sondern zurückgezogen mit der Säge und damit habe ich mein Fleisch halt hochgehoben. Naja. Na, jetzt verarzten wir das. Wir hören jetzt mal auf zu filmen und verarzten diese Hamburger. Wie wirst du damit? Broadcast yourself, Andy. Der liebe Gerrit hat mich gut verarztet, hat irgendwie drei Pflaster übereinander gemacht, damit das auch wirklich hält und kein Dreck reinkommt. Ich würde sagen, wir haben nicht mit der Säge falsch gearbeitet, aber ich bin einfach abgerutscht. Kann passieren, ist nicht schön, ist halt so. Ja. Oder was sagst du, Gerrit? Ja, ist wie ist, ne? Also immer schön aufpassen beim Arbeiten, immer was zum Verarzten dabei haben, ist die Devise, damit man auf sowas dann entsprechend reagieren kann. Leute, jetzt der Handschuh hier oben nochmal. Hier gibt's die Zerfetzung. Richtiges Loch halt drin, ne? Mann, mein schöner Handschuh, ey. Das war nicht so teuer, aber trotzdem irgendwie schade. Das war mein Lieblingshandschuh. Naja. Ja, und wir wollten das halt hier absägen, ne? Da ist es passiert.
Naja. Ist wie ist. Aber jetzt weiter im Video. Der Gerrit sägt den letzten Stamm jetzt ab, dann haben wir's. Ist noch ein ganz unangenehmes Gefühl hier oben so, weil keine Geländer da sind. Es ist noch ein bisschen eklig. Da haben wir schon abgesägt. Da und da. Wir haben jetzt schon mal die beiden Querbalken raufgelegt. Dazu hat Gerrit kurz mal hier eingesägt, ausgestemmt, damit das schön passt. Und auf der anderen Seite halt genau das gleiche. Hier schön ausgestemmt. Ja, schick. Und die tüdeln wir jetzt noch fest und dann können wir endlich die Wände hier ziehen. Erste Wand kommt dahin und die zweite da. Geil, sind Vormann, oder? Ja. Und jetzt kommt wieder meine Lieblingsbeschäftigung. Tüdeln! Tüdeln. Wie ihr sehen könnt, oben sind jetzt die Querstreben schon drauf. Die werden dann jetzt gleich mit zwei anderen Streben verstrebt, sodass das halt alles in sich hält. Und dann wird es dann abgedeckelt. Außerdem werden wir jetzt noch gleich Seitenwände ziehen. Das heißt, Materialsuche. Wir sind gerade auf Materialsuche und da sieht man mal, wie schön das von weiter weg auch aussieht. Und hier nochmal die Seitenoptik. Ich habe leider nur einen Arm, aber es wird schon gehen. Hast du? Ja. Sehr gut. Oh, und das Ergebnis. Eine schöne Wand und eine zweite schöne Wand. Oh yes. Hat zwar viel Arbeit gemacht, aber jetzt stehen die Wände. Das sieht so viel besser aus jetzt. Wie ihr sehen könnt, fängt Andi da schon mal an, das Dach ein wenig zu belegen. Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir da halt die Teile alle auf eine Länge kürzen und dann oben Moos drauf machen. Mal schauen. Alter, bin ich übelst erschrocken, warum Gerrit hier spricht, ey. Hoffentlich schaffen wir das heute noch alles. Leute, unser Prototyp. Dünne Stämme rübergelegt erstmal. Und dann dachten wir uns, wir machen jetzt nur Moos rauf, dafür eine dicke Schicht. Und es hält alles und es sieht ziemlich gut aus eigentlich. Also werden wir das jetzt so weiterführen. Ja, wir müssen erstmal viel Moos besorgen, viele Stämme, ihr kennt das. Und dann geht's weiter. Jetzt fangen wir an nochmal abzudecken. Ihr kennt ja das Spielchen. Wir fangen von unten an, gehen dann nach oben. So die Theorie halt beim Dachdecken, ob das jetzt beim Moos auch so sinnvoll ist, wird sich zeigen. Schaut zu und freut euch. Leute, das Dach ist fast fertig. Gerrit wird jetzt noch ein bisschen das letzte Moos da rauflegen und dann haben wir es geschafft. Der Turm der Zerstörung ist fertig. Voll gut, ey. Ganz schön hoch geworden, das Ding. Aber passt. Wisst ihr, was da rauf ist, Leute? So eine Repetierballiste. Die steht da nur oben. Ja. Boah, ein Tag ist vorbei. Gerrit, wie viele Stunden haben wir jetzt eigentlich hier dran gesessen schon wieder? Es waren halt, okay, mit Pausen, die wir zwischendurch ja gemacht haben, circa 10 Stunden. Ja. Ja, ein bisschen weniger. Ja, aber circa 10 Stunden Arbeit. Bis wir hier weg sind, 10 Stunden. Ein bisschen Schnickschnack gemacht, ein bisschen was verbessert, die Wände gezogen, das Dach gezogen, bemoost,
sich in die Hand gesägt. Was halt so sein muss. Dann hatten wir noch Fliegen, die uns irgendwie verfolgt haben. Gerrit ist direkt ausgerastet. Das waren halt so zwei Viecher, die halt permanent um den Kopf schwirren. Und die stechen auch so komisch. Die sind so gelb-schwarz, sehen aber halt aus wie ganz normale Fliegen. Weiß jemand, was das ist? Das sind richtig fiese Viecher. Richtig, ey, wir sind, halt wir sind zwischenzeitlich weggerannt. Die kamen halt nach, ne? Das gibt's da gar nicht. Das hat mich so sauer gemacht. Das war unfassbar. Was muss da so in Zukunft gemacht werden, Andi? Was haben wir noch so auf dem Zettel? Demnächst müsste gemacht werden, wir wollen hier noch eine Wand ziehen auf der Höhe. Dann sieht das noch verschachtelter aus, ziemlich cool. Wir wollen da entweder einen Tisch hinbauen oder in die Ecke auf dem Fußboden Bretter ziehen, damit man seine Rucksäcke trocken hinstellen kann. Mal gucken. Wie so eine Art Mini-Trapperbett könnt ihr euch das vorstellen. Genau, für die Ausrüstung halt. Ein Hackklotz, einen richtig schönen großen auf einer ordentlichen Höhe, dass man richtig schön Feuerholz hacken kann. Vielleicht noch irgendwas, wo man drauf sägen kann. Ich weiß jetzt nicht, so ein Sägepferd. Sägebock, oder Säge, genau. Ja, das muss noch irgendwie mal her. Und dann, was wir heute leider nicht geschafft haben, die Tür. Stimmt, damit die muss man, auch noch gemacht werden. Wenn man die Tür aufmacht, nur reinkommt und keine Schweinchen stimmt. oder sowas. Mobiliar, hast du Mobiliar schon gesagt? Nee, stimmt, Stühle kommen auch irgendwann. Stühlchen und Tischchen, das muss auch noch gemacht werden. Aber das ist halt, ja, wir wollten heute noch viel mehr schaffen, haben wir nicht, aber der Turm ist jetzt erstmal fertig. Ja. Ey, ich zeige euch nochmal die Optik von hier. So, jetzt gehen wir erstmal wieder die Treppe hier hoch. Auch wenn ich eine Leiter meine. Zack, Zwischenplateau. Oh Gott, ein Gerrit. Ich. Das Dach. Es ist halt richtig schön dunkel, ne? Jetzt kann ich ja so richtig schön rausgucken. Freunde, ihr kennt das. Jetzt haben wir noch eine kleine Frage für euch. Habt ihr noch irgendwelche Anregungen oder Ideen für den Turm? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mal ein Like da lassen und uns dadurch ein bisschen unterstützen. Und wir sehen uns wie immer am nächsten Samstag. Also bis dahin. Ciao. Wenn ihr wissen wollt, ob ich zu spät hier ankomme. Wenn ihr wissen wollt, was wir am Turm gebaut haben, dann bleibt okay, Ninja Move. Tut sich hier nur irgendwann mal weh. Ach nee, hat er ja schon. Spoiler. Ey, jetzt sag ganz kurz was. Sing. Oh mein Gott.